Extraherz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: Bierbrauen in einer Privatbrauerei und der Karlsruher Kneipenchor. Es geht doch nichts über ein frisch gezapftes Bier, oder? Doch was steckt eigentlich dahinter? Wohl jeder weiß ein bisschen über das Bierbrauen Bescheid. Und so mancher macht sich sein Hobby sogar zum Beruf. Besonders Privatbrauereien stellen oftmals Bier her, das ein wenig anders schmeckt als das Industrieprodukt. Stefan Görke und Laurent Gion berichten. Wie wird eigentlich Bier gebraut? Und was unterscheidet die einzelnen Sorten? Diesen Fragen sind wir nachgegangen. Unser Weg führt uns damit nach Karlsruhe zur Privatbrauerei Vogelbräu. Dort wird das Bier noch in seiner ursprünglichen Form gebraut. Wir treffen den Inhaber Rudi Vogel. Er erklärt uns, wie man als Privatbrauerei bestehen kann, wie man sein Produkt interessant gestaltet, aber erst einmal, wie Bier gebraut wird. Bierbrauer ist relativ klar vorgegeben. Wir haben unsere Rohstoffe, wir brauchen Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und wir machen hier in unserem Sudhaus erstmal einen Malzauszug, den kochen wir mit Hopfen und dann tun wir den eine Woche lang vergären mit speziellen Bierhefen und nochmal 3 bis 4 Wochen lagern. Okay, jetzt mal langsam. Wir schauen uns das mal genauer an. Dazu gehen wir in den Keller und lassen uns die Braugeräte zeigen. Und wir treffen den Bierexperten Gervas Wagner. Der hält regelmäßig Bierseminare. Er kann uns den Brauprozess im Einzelnen erläutern. Einen großen Einfluss auf Farbe und Geschmack hat das Malz, das vor Ort geschrotet wird. Dann kommt es in die Maischepfanne. Beim Bierbrauen brauchen wir zuerst das Malz. Das wird dann geschrotet, danach mit heißem Wasser vermischt auf verschiedene Temperaturen. Bei diesen Temperaturen und bei den verschiedenen Temperaturen entstehen die Enzyme, die später zum Brauprozess notwendig sind. Also hier sind mal 3 verschiedene Malze, so von den Farbschattierungen her. Das ist das Pilsner Malz, das ist sehr hell, eigentlich das hellste, das wir haben. Dann haben wir hier ein Röstmalz, das ist, könnte man auch Malzkaffee damit machen. Das ist so das dunkelste, das wir haben. Also hier haben wir dann ein dunkles Bier. Die dunkle Farbe erreicht man dadurch, dass man das Malz bei höheren Temperaturen trocknen tut. Und dieses Bier hat dann eine angenehme Malznote. Das macht es ein bisschen interessanter. Es gibt jetzt Gäste, die kommen ganz besonders, wenn es Rauchbier oder das oder jenes gibt. Es ist nicht jedermanns Sache, jedes Bier. Hier haben wir ein Rauchbier, eine fränkische Spezialität. Das schmeckt etwa nach geräuchertem Schinken. Und dieser Geschmack erzielt man dadurch, dass beim Herstellungsprozess das Malz unter offenem Buchenfeuer getrocknet wird. Als nächstes kommt die Maische in den Läuterbottich zum Filtern und in die Würzepfanne. Nach dem Maischen wird der Sud gefiltert und dann kommt der Hopfen dazu und dann wird dieser Sud wird dann gekocht. Die festen Bestandteile aus dem Läuterbottich werden als Tierfutter weiterverwertet. Übrig bleibt die Würze. Zeit für einen ersten Test. Der Brauer entnimmt eine Würzeprobe, um die Temperatur anzupassen. Weiter geht's zum Filtern in die Zentrifuge, auch Whirlpool genannt. Das Filtrieren nach dem Kochen mit dem Hopfen geschieht also entweder mit einem Filter oder mit einer Zentrifuge. Wir bieten das Bier in seiner ganz ursprünglichen Form an, das heißt, wir tun das nicht filtrieren. Große Brauereien müssen ihr Bier filtrieren, um einfach einen längeren Vertriebsweg und längere Haltbarkeiten zu machen. Und filtrieren heißt, ich nehme Stoffe raus, die nicht, weil sie nicht schmecken, sondern weil sie leicht verderblich sind. Und die können wir alle drin lassen, erreichen damit ein Bier, was vom Geschmack her unvergleichlich ist. Egal ob filtrierte oder unfiltrierte Würze, als nächstes muss sie heruntergekühlt werden. Die Hefe wird dazugegeben und der Gärprozess kann beginnen. Zur Würze jetzt sterile Luft dazu, einfach um der Hefe eine sauerstoffreiche Umgebung zu liefern,
damit sie ihre Zellteilung betreiben kann. Und erst nach einem Tag stellt sie dann Nährstrom auf Gärung. Also der Gärprozess dauert bei obergärigen Bieren etwa eine Woche, bei untergärigen Bieren etwa 3 bis 6 Wochen. Bei obergärigen Bieren lagert die Hefe quasi auf dem Bier und bei untergärigen Bieren ist die Hefe sammelt sich unten auf dem Boden an. Damit ist der Brauvorgang fast abgeschlossen und es fehlt nur noch eines. Nach diesem eigentlichen Prozess muss das Bier noch nachreifen, das je nach Sorte zwischen 3 Wochen und 3 Monaten, bei Exoten noch darüber hinaus. Ein Markenzeichen der Privatbrauerei Vogel ist es, dass die Wege zum Kunden sehr kurz sind. Die Gäste konnten jederzeit mit dem Bierbrauer, mit dem Produzent reden und deswegen war das eigentlich völlig logisch, dass man da eine Person als Leitfigur hernimmt. Also dann zum Wohl. Den Kneipenbesuch verbinden mit einer Chorprobe mag vielleicht etwas merkwürdig klingen, ist aber in der Bento-Bar in Karlsruhe überhaupt nichts Merkwürdiges mehr. Seit fast einem Jahr trifft sich hier der Karlsruher Kneipenchor wöchentlich, um gemeinsam Spaß am Singen zu haben und dabei auch das ein oder andere Bierchen zu trinken. Wir haben uns den Kneipenchor mal genauer angeschaut. Es gibt viele Leute, die gerne singen wollen, vor allem auch in unserem Alter, die allerdings ein bisschen Angst haben davor oder ein bisschen Scheu haben, in den Verein einzutreten. Und ich sehe den Kneipenchor eher als Sprungbrett vielleicht auch, die Leute wieder heranzuführen zum Singen. Und in so einer ungezwungenen Atmosphäre ist es doch eigentlich sehr naheliegend, dass man sich nicht verpflichtet fühlt, einerseits zum Singen zu kommen zu müssen, wie im Verein, und andererseits verliert man da die Scheu. Den Kneipenchor macht besonders hier die Atmosphäre, würde ich mal sagen. Also in der Kneipe selber zu proben, das ist schon etwas Außergewöhnliches, wobei das eigentlich so außergewöhnlich nicht sein sollte. So hat es ja früher auch die Gesangsvereine angefangen. Den Kneipenchor macht besonders hier drin die Atmosphäre, einerseits durch den Raum bedingt, andererseits aber auch die Lockerheit während den Proben. Man sagt dieses, man sagt jenes, man muss nicht überlegen, niemand nimmt irgendwas krumm, es ist ungezwungen und frei. Also am meisten kommt es eigentlich darauf an, dass man Spaß am Singen hat und auch Spaß an dieser Gesellschaft. Also ganz ungezwungen herzukommen und mit viel Freude und mit viel Energie einfach hier gemeinsam zu singen. Im Sommer letzten Jahres haben wir angefangen, kurz vor den Sommerferien. Wir haben angefangen mit 8 Leuten, da haben wir ein Plakat ausgehängt hier am Fenster. Und wir haben tatsächlich 8 angefangen und kurze Zeit später waren wir 15, 20. Nach den Sommerferien waren wir dann knapp 30 und mittlerweile ist es eine große Gruppe von bis zu 60 Leuten, was hier drin schon auch sehr eng sein kann. Jeder ist willkommen, jeder kann mitmachen. Und man trifft spannende Leute hier, man ist in so einem Umfeld, was gar nicht so klassischer Chor ist. Ja, und trotzdem hat man eben dieses Singen und man geht immer mit so einem schönen Gefühl nach Hause. In der Kneipe wird natürlich auch getrunken und in der Pause gibt es eben das Ritual, dass es quasi für jeden einen Shot gibt. Ja, das gehört zu jeder Probe so mit dazu. Die Stimme zu ölen, sagen manche. Und bei unserem ersten Konzert, was wir das auch hatten, haben wir das sogar auf der Bühne zelebriert. Das war quasi dann in der Hälfte des Konzertes gab es quasi auch einen Shot für alle auf der Bühne. Und das Schöne ist dabei, dass auch immer wieder Chorleute was mitbringen, was wir dann ausschenken.